Liebe Anglerkollegen, wir sind jetzt gerade auf der Reise nach München und fliegen nachher auf Dorsbach. Wir werden dort einen Angelurlaub erleben wahrscheinlich, der was alles überbieten wird. Heuer haben wir sich vorgenommen, dass wir einen Heilbutt fangen. Sollte er 2 Meter überschreiten, muss derjenige Fänger dann ins Wasser, was auch nicht gerade recht warm ist. Wir haben jetzt ungefähr 6 Grad oben Wassertemperatur, aber es ist wurscht, wir sind harte Jungs. Unsere erste Ausfahrt. Den ersten Küchendorsch haben wir. Fänger Skinagel Hanse. Und momentan im Doppeldrill Hofe und Otte. Schaut zwar ein wenig komisch aus mit seinen orangen Koppen, aber es ist wirklich. So, Manzi besorgt uns die Köder für unseren heutigen Angeltrip. Und es ruckelt schon in der Route. Jetzt warten wir nun, dass wir ein paar schöne Seelachse kriegen. Ein paar haben wir ja schon. So, jetzt eine Stunde später, er drillt noch immer.
langsam der Fisch. Stunde minus 59 Minuten. Aber jetzt dürfte er sich gelöst haben und er schafft ihn, dass er ihn vielleicht rausbringt. Und was ist es? Ein Riesendorsch! Auf der Köderfisch angeht. 1,10 Meter. So, ein schöner Dorsch, gefangen vom Mann.
So, heute ist Sonntag, heute ist Vatertag, heute gehen wir auf dem Heilboot. Da ist einer in Hof, ist eine Spezialmontage, bitte zeig mir die einmal. Jawohl, ein super schöner Gummifisch mit Löffel dran, das Lockperle. Werden wir sehen, ob es was bringt. Wir wünschen da bessere Heil, gell? Danke. Mit Seelachs, ob da was geht. Und unser Burkhard, der hat... Da seht ihr jetzt die Montage, was heute wieder fängt. Das ist der Dildo mit einer Perlenkette. Und da werden wir sehen, ob der was aufbringt. Dann musst du ja anschauen, wie der im Wasser reinkommt. Geh mit. Okay. Der spielt natürlich wunderschön. Und jetzt oben mit dir. So, da haben wir manches eine Montage. Das bin ich Jo aus Kanada. Mal sehen, ob der da auch einen Klick bringt. Dann alles Gute zum Vatertag. Dankeschön. Schon drin. So, jetzt drückt der Manze mal einen richtigen Fisch. Ja, wir hängen alle. Nicht nur Norwegen. Ja. Ja, was ist denn? Schöne. Über ein Fahnenbild. So, jetzt müssen wir schon das Hänger lösen, wie darf man vorher mal den Fisch wieder weiter drehen.
Montage. Was sagst du? Ziemlich verspült, sage ich dir. Ja, ja. Mit Buttlöffel. Ja, zeig uns mal, wie das rein im Wasser. Und da wieder mit. Komm aber her. So, nach einer harten Verletzung geht es aber schon wieder besser. Jetzt ist er nicht mehr so weiß. Aber man muss festhalten, man glaubt es nicht, die Finanzbeamten sind wirklich heute nicht mehr. Hart im Nehmer. Ja. Hat den Drilling drin, Widerhaken, voll im Finger, der schnappt das Zahnkel und reißt ihn raus. Davor muss man nur sagen, zuerst nimmt das Zahnkel und zwickt es im Finger auf damit. Und dann reißt er ihn raus. Also, entweder sind die wirklich so gespürlos oder so hart. Eins, zwei, die zwei.